Hallo und herzlich willkommen zurück zu Madison. Ja, ich habe gerade schon mal 2, 3 Minuten aufgenommen auf der Suche im Haus nach einem Platz für diesen Betonblock. Und dann ist mir im Menü aber aufgefallen, nachdem ich da so durchgegangen bin, dass ich hier noch gar nicht die Mondkiste abgelegt habe. Die aufgelegte hier mit den schönen Andenken an Madisons Schandtaten. Ja, hat sie sich schön aufbewahrt hier in der Mondkiste. Ja, die hatte ich gar nicht draufgelegt. Ich hätte jetzt gesucht, wohin mit dem Block weiterhin, wie am Ende des letzten Parts. Ja, da kann ich lange suchen. Ich denke mal, nachdem ich das jetzt dahin gelegt habe, geht es weiter, ne? Hatte ich voll vergessen, nachdem ich die Zange aufgenommen hatte im Sägeraum. War voll enthusiastisch, Klo aufgemacht, Klotz rausgenommen und dann wohin damit? Ja, kein Wunder. Kann es auch nicht weitergehen. Ja, Trophäe auch. Immer mehr auf, umso weiter wir auch kommen, ne? Wird immer schlimmer. Ich hoffe, man hört mich noch. Kommt einer an der Tür? Ja. Da. I need to find the 4 digits to open this door. They must be somewhere. Ja, hier, 1964 war das, oder nicht? Grandpa. 1968. Nochmal versuchen. Ne, nimmt er nicht. Also nach wie vor nicht die richtigen Zahlen. So, wohin? Die Tür ist wieder auf. Nach wie vor der Klotz. Ach, ich komme. Guck an. Kassette Nummer 3. Ja, auch die hören wir uns an, wie ich schon gelesen habe. Mit dem Tape, wo drauf steht, nicht anhören. Ja, auch die mussten wir uns alle. Natürlich mussten wir uns die anhören. Das musste sein. Ja, auch jetzt wieder. Zeit ist. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds. Does this mean that? Until they find what they were looking for. That woman is attached to the camera? They're no longer human. Attached they are to me? Beyond everything we know. John, I implore She's you. No longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message. But please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are in Mom. Jeopardy. Chanel, what have I done? I need to find a way to end this. Fuck. It burns. My body burns. Horns? Ja, ne? Ja, das ist. I think I've seen something like this in the house. Hörner im Haus.
Das ist alles schon sehr weit fortgeschritten auf jeden Fall. Also hei, Heide Witzka. Also die Erkenntnis, die kommt zu spät. Eindeutig. Hörner, Hörner. Da muss ich echt überlegen, wo habe ich Hörner gesehen? Da sind's. Die Tür ballert immer noch. Da war die Säge. Die Säge war auf den Wand. Ne, keine Hörner. In dem Raum sind auch keine Hörner. Wird jetzt auch nicht viel Sinn machen, ne, wenn alles hier immer in einem und dem gleichen Raum ist. Ich renne ein bisschen durch, sehe ich gerade. Merke ich gerade. Ey! Hörner, Hörner, Hörner. Könnte alles sein, könnte sogar irgend so eine blöde kleine Figur wahrscheinlich wieder sein. So eine Wackelpuppe. Aber die hat halt auch keine Hörner. Hinweis. Ach ja, schön. Nee. Warte mal. Nee. Na gut, dann mache ich doch wieder zu. Hörner, 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 Hörner. Jetzt geht's aber ab, ne? Wird immer aktiver. Auch wenn es jetzt nur eine Birne war, aber trotzdem halt jetzt der erste Stuhl, jetzt die Birne. Jetzt wieder die Tür hinter mir. Oder irgendeine andere. Hier ist doch eine Tür zugegangen, zugegangen irgendwo. Ich sag ja. Blue Niece is real. Ja, das hat sie ja auch gesagt, ne? Auf, selbst auf der Ansage, auf der Aufnahme, wo sie sagte, sie spürt ihn immer hinter sich, wie er so ein Lied singt. Im Keller. Nee, da gehe ich, glaube ich, zum Schluss hin. Ich gehe jetzt erstmal systematisch vor. Erstmal das Haus, dann gehe ich auf den Dachboden und dann im Keller. Zum Schluss. Dachbunzel, ja, genau. Und auch da sind Hörner. Also wenn die gemeint sind. Von der Zeichnung her würde ich sagen, nö. Aber sagt ihr nur einfach nur Hörner. Ich mach mal einfach. Auf Abstand. Ui, jawohl. Ah, ich habe schon kurz mal erst gedacht, ich müsste pausieren. Ich sehe mal, wenn mein Hund unruhig durch die Wohnung läuft. No, not again. No, fuck. I can't feel my fingers. What is happening to my body? Ja, es wird schlimmer und schlimmer, sag ich ja. Nee, was ich sagen wollte, weil mein Hund ist jetzt gerade, falls man es gehört hat, so unruhig durch die Wohnung gelaufen. Das ist immer so ein Anzeichen, dass entweder der Nachbar durch den Flur geht oder was auch immer, irgendwas vom Flur oder meine Frau durch die Wohnung. Und dann manchmal, meistens bellt er und deswegen Pause, hätte ich es rausgeschnitten. Durch die Finger, Notizbuch. I don't know what this could mean. There was a red light, but everything was dark. Rotes Licht. Also nur so zur Erklärung halt, ne? Deswegen, falls ihr euch jetzt fragt, warum erwähne ich das. Vor allem, wie kam mir das jetzt länger vor, die kleine Pause, die ich da gemacht habe, als vielleicht tatsächlich war. Vielleicht war es doch lang. Naja, egal jetzt. Wurscht. Wieder der Blödsinn des Tages oder pro Video abgegeben. Ein Senf dazu. Rot, weiß ich doch noch, war
Bei da hier mit der Uhr, wo ich dachte, da steht einer. Am Projektor, ne? Rotes Licht. Da tut sich nichts. Shit. Rotes Licht. Das hat sich angehört, als ob über uns einer wäre, aber der Dachboden war jetzt auch nichts rot. Also, ne, dass er jetzt so ein Hinweis gewesen ist, deswegen meinte ich. Ich habe meine Erklärungsnot ständig. Ich will es eigentlich immer sein lassen. Einfach so stehen lassen. Fertig aus, Punkt, Ende aus, Mickey Mouse. Ist beim Geweih irgendwas? Nee, hätte ja sein können, dass was davon abgefallen ist. Ich gehe mal einfach auf Routine, auf Nummer sicher gucken. Vorsicht ist deshalb Nachsicht, aber da war doch nichts mit Rot. Rotes Licht. Da war dieser Flur, den Bildern, der jetzt ein kleiner Raum nur noch ist. Keller. Oder hat sich vielleicht im Haus was verändert, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal diesmal im Keller. Da war ich jetzt, da oben war ich jetzt. Die Tür ist zu. Hier flackert es wieder ganz gewaltig. Oh, ist auch nicht rot. Wo war sonst rotes Licht oder kann man irgendwie rotes Licht erzeugen? Vielleicht. Vielleicht irgendwas anknipsen, so mit der mit dem Fotoapparat. Glaube ich, dass wir da auch. Wo geht denn hier ständig eine Scheißtür zu? Sagen wir, vielleicht muss ich irgendein Kabel durchknipsen. Macht alles irgendwie keinen Sinn. Wir sind auf jeden Fall wieder auf Kakerlaken. War nicht schon immer hier? Vielleicht abstellen? Ich hoffe, da war vorher rot. What the hell am I doing? Immer hier. War nicht ganz am Anfang auch Rotlicht hier unten? Ja, ne? Wohin jetzt? The doorbell. I gotta get to the front door. Hä, wo war die denn? Da? Einfach immer die Klingel nach, ne? Ist logischerweise. Hier? Was hat der noch? Oh! Alter! Boah! Alter, mein Herz geht immer noch ab. Bum, 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 bum. Puh. Entschuldigung. There's no fucking escape. Apparently, the woman photographed the corpses while mutilating them. Sie versucht ihn zu zwingen, ja, das Ritual zu beenden, auf jeden Fall. Immer mehr in den Wahnsinn treiben. Wer weiß, wie weit das schon ist auch, ne? Wenn der Vater da eine Tür am Anfang stand, vielleicht war das auch alles Kopfsache. Ja, vielleicht hat das schon echt seine Familie verstümmelt, das wäre so krass. Mutilated his body in such a way
denn? War die jetzt hinter mir? Ich hab gelesen. Ich geb jetzt richtig ab. Jetzt kommt's wieder. Nein, ich will nicht. There are no numbers on this one. Was? Ja, ist jetzt mal gut. Ach, Mann. Was da? Muss ich mein Klötzchen vielleicht irgendwo hier reinpacken? Nee, nein, kann ich nicht. Da kann ich nur reingucken. Da kann ich auch nichts machen. Irgendwas. Ach so, warte mal. Da steht ein Spiegel im Spiegelbund, ein Galgen wieder. Ja, ich werde mich nicht erhängen. So krass ist das. Will du mal die Säule fotografieren? Auch nicht. Auch so wird es nicht beendet, das Ritual. Auch nicht durch Selbstmord. Hä? Ich muss einfach durch den in den Aufzug wieder rein. Ach, da kann ich, glaube ich, noch 10-mal reingucken. Da wird sich nichts tun. Schätze ich mal. Weiter? Scheinbar schon. Weiter geht die wilde Fahrt. Kommt einfach wieder runter, ne, oder? Hier stand zu dir. Da war ich am Lesen, ich hab's nicht richtig mitgekriegt. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. Krank. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. Yes, no. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. Hier, ja, wie auf der Box, ne, von mit den Fotos drin. Aber ja, auch Madison 1, 2, 3, 4. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. Was war das jetzt nochmal, welches Jahr hier? 22, glaube ich, ne? So, jetzt muss man umrichten. Madison, was war das nochmal? 72, glaube ich, ne? Oder 85? Der wurde 56. Junger Mann, das. Sagt er den Namen? Nee, ne? Na, Adam Rose. Mann, das ist Lara Kellepsen. Thomas Otto. Der Otto. Jones Jr. hat sich an wie ein Boxer. Oscar Jones Jr. in der rechten Ecke.
Gleich wahrscheinlich wieder nach oben, ne? Ne, noch weiter runter. Ich dachte, man fährt mal so rauf runter, so schwachsinnig. Oh, nee, danke. Ist auch nicht so ekelig, aber rechnet ein bisschen damit, weil es gerade schon mal war. Dann kommt es trotzdem immer wieder. Der Schock. Und nicht so schlimm war wie der gerade. Vor ein paar Minuten. Was? Oder was? Was na, ja. Naja, was sollte sonst heißen, Watson? Watson. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Warte mal, was? Die Frage ist ja, und dann? Selbst wenn ich sie finde. Aber wahrscheinlich liegt dann hier was, ne? 69. Nein. Naja, das ist auf jeden Fall weit über 75. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. His body was found in pieces inside the well along with the other. I wonder what these numbers are for. So far, his left leg and three fingers have not been found. Schmidt. Da doch Schmidt, ne? The first victim was her own 75-year-old father. Ah, oder? Mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. His body was found in pieces inside the well along with the other corpses. So far, his left leg and three fingers have not. So, den Vater haben wir dann scheinbar gefunden, aber irgendwo eine Zahl. Kein richtiger Anhaltspunkt. Dankeschön. Dankeschön. Der wird jetzt. Ja. Gut. Ja, werden wir wohl erst Stück für Stück herausfinden, was das Ganze soll. Ich wende den Pater an der Stelle hier. Weiter dann an Ort und Stelle. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann.